Ich bin Flammer Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19 in Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Freitag, 6. August 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 16b. Jetzt geht es um Folgendes. Fläche 2, also F2, misst 30 Quadratzentimeter. Jetzt geht es darum, dass wir das x herausfinden. So, wir haben hier die zweite Fläche, das ist die Fläche hier. Wir wissen, die hat eine Höhe von 4. Also haben wir hier die zweite Fläche, die ist 4 mal was? Die Breite hier und die Breite ist ja genau x minus 3. Also 4 mal x minus 3. Und Fläche 2 ist ja 30 Quadratzentimeter, also können wir hier noch 30 Quadratzentimeter reinschreiben, also haben wir somit 4x minus 12 gleich 30. Das ist alles nachher in... in Zentimeter. 4x minus 12 gleich 30 Quadrat. Zentimeter, und zwar. Ja, und sonst können wir... Ich zeige es mal ohne Zentimeter auf, und nachher können wir noch Zentimeter mitnehmen, einfach damit man das nochmal sieht, dass dort wirklich alles stimmt. Jetzt können wir hier auf beiden Seiten plus 12 rechnen, dann haben wir hier 4x gleich 42, ja, also da plus 12, dann fällt das weg, und auf der anderen Seite 30 plus 12 ist 42. Jetzt geteilt durch 4 auf beiden Seiten, dann haben wir hier x gleich 42 geteilt durch 4. Ja, da haben wir geteilt durch 4, fällt das 4 weg, und auf der anderen Seite haben wir 42 durch 4, und das geht wiederum 40 plus 2 geteilt durch 4, und das ist wiederum 40 geteilt durch 4 plus 2 geteilt durch 4, und das ist ja 10, also da. Da haben wir beim 40, da haben wir ja also 40 geteilt durch 4, das wissen wir auch so, aber wir können es ja aufteilen in 4 mal 10. Und dann fällt das 4 weg, und dann haben wir da 10 plus 2 geteilt durch 4 ist ja 1 geteilt durch 2, also 0,5. Und da können wir schreiben 1 mal 2 geteilt durch 2 mal 2, dann fällt das 2 jeweils weg. Und dann haben wir da 1 geteilt durch 2 oder eben 0,5, also haben wir... Also ist unser x gleich 2,5 cm. Ja, wenn wir jetzt hier noch Zentimeter mitnehmen würden, dann kommt hier Zentimeter rein und hier Zentimeter rein. Dann hätten wir anschliessend hier Zentimeter. Dann haben wir hier 4x minus 3 mal Zentimeter gleich 30 cm im Quadrat. Dann nehmen wir das auf beiden Seiten weg. Dann hat man am Schluss hier x, und als was ist x definiert? X ist eben hier nur als Zentimeter definiert, ja. Darum am Schluss, wenn man jetzt hier x hier einsetzt, 10,5, dann ist die Fläche 2, dann ist die 10,5 minus 3 cm breit, und das ist 7,5 cm. 4 mal 7,5 cm, das geht genau 30. Warum? Weil 2 mal 7,5, also wir haben hier eine Höhe von 4 cm und eine Breite von 7,5 cm, und das geht ja 2 mal 15, und das ist wiederum 30 Quadratzentimeter. Gut.